Hallo, ich bin Simon, dein Muskelmacher. In diesem Video schauen wir uns mal die Technik beim Rudern an der Maschine genauer an. Rudern an der Maschine, das Gerät hier. Ja, genau. Gibt es mit verschiedenen Griffen. Ich nehme ganz gerne den Triangelgriff hier, den Trapezgriff. Gibt auch den anderen breiten Griff hier. Auch das ist ein guter Griff, eine andere Griffweite einfach mal, obwohl es der gleiche Bewegungsablauf ist. Egal welchen Griff du benutzt, es ist ganz wichtig, bei der Übung sauber zu trainieren. Wenn du beim Rudern darauf achtest, Körperspannung zu halten und das Ganze mit sehr viel Konzentration ausführst, eine saubere Technik an den Tag legst, trainierst du nicht nur deinen oberen Rücken, sondern isometrisch auch noch deinen unteren Rücken. Das heißt, es ist eine Übung, die den unteren Rücken, der einfach bei ganz vielen Sportlern schwach ist, schon mal vorbeugt. Ich werde euch jetzt gleich mal zeigen, wie ich die Übung mache. Ich mache nur 2, 3 Wiederholungen, sonst bin ich außer Atem und erkläre euch dann, was ich dabei beachtet habe und gebe euch ein paar Tipps dazu. Das erste ist schon mal, erst in die entsprechende Position mit den Füßen gehen. Gerader Rücken, aus dem geraden Rücken, kann man den so sehen? Ich sitze gerade, ja, schon sehr auffallend gerade. Drücken wir uns nach hinten ab und machen so einen kleinen Satz mit dem Gesäß und führen dann bei völlig geradem Rücken die Hantel an uns ran. Genau. Und selbst beim Ablassen, Rücken gerade und mit dem Gesäß ein bisschen nach vorne gehen. Ich rate jedem dazu, die Übung mit geradem Rücken auszuführen, weil du eine isometrische Belastung hast auf dem unteren Rücken. Wenn dir zum Beispiel ein Trainingspartner die Hand auf den unteren Rücken legt, merkt er genau hier, wo diese Stränge sind, dass die Muskeln unter Kontraktion stehen. Das heißt, dein unterer Rücken arbeitet ganz massiv mit. Und genau das ist natürlich Training, das ist ein erwünschter Effekt. Das heißt, lass dir ruhig mal vom Trainingspartner die Hand auf dem unteren Rücken legen. Dann setzt du dich hin und gehst dann in die entsprechende Position. Dann wird dein Trainingspartner merken, wie sich die Muskelstränge in deinem unteren Rücken sofort verhärten. Das heißt, sie kontrahieren einfach. Sofort findet eine Belastung im unteren Rücken statt. Das ist natürlich sehr erwünscht. Das ist eine isometrische Belastung, das heißt keine Längenveränderung der Muskulatur, die im unteren Rücken stattfindet. Du gehst einfach nur in eine aufrechte Position, hältst die Spannung und das ist für den unteren Rücken genügend Arbeit. Ich rate dir dann im ersten Schritt leicht die Schulter nach hinten zu nehmen und im zweiten Schritt erst die Bewegung auszuführen. Wenn man ein bisschen geübter ist, dann kann man das ineinander fließen lassen. Aber gerade vor Anfänger sieht man oftmals, ich traue mich gar nicht mit dem Gewicht jetzt falsch zu trainieren, um das mal kurz fortzuführen, was man oftmals sieht. Ja, machen wir einfach mal ganz wenig Gewicht und zeige das mal kurz, wie oftmals hier trainiert wird. Ist einfach mit einem massiven Gefahrenpotenzial verbunden. Ja, diese Übung hier. Und dann am besten auch noch so einen Buckel machen dabei. Ja, wird mir schon beim Zuschauen schlecht. Da fängt schon mein Rücken an, beim Zuschauen weh zu tun. Ganz wichtig, der Rücken muss unter Spannung stehen. Wer noch nicht imstande ist, einen extrem geraden Rücken zu haben, wo die Brust richtig rausgestellt ist, der sollte die Übung erstmal bleiben lassen, erstmal zu anderen Übungen gehen, beziehungsweise hier nur mit ganz leichtem Gewicht trainieren. Beim Rudern trainierst du deinen oberen Rücken und deinen unteren Rücken mit. Eine der effektivsten Übungen, um sich ein wirklich breites Kreuz aufzubauen, um Latissimus Dorsi richtig rauszuholen, dass man ihn von vorne schon sieht. Wer das Ganze noch nicht drauf hat, geht an die Übung mit sehr viel Respekt dran. Wir wollen ja schließlich auch nichts kaputt machen. Alles klar, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wir sehen uns zum nächsten. Viele Grüße, euer Simon.